Hallo zusammen und salve a tutti. Wir haben den 29. März, es ist 17.47 Uhr, die Börse ist rum und damit auch der Kurs von E.ON. Um die E.ON geht es in diesem kleinen Clip. Ich versuche ihn möglichst kurz zu halten. Vor euch liegt der Chart von 5 Jahren, vom 8.2.2016. Und ich befinde mich auf dem Trading Desk von der Hypovereinsbank One Market. E.ON, also die Überschrift, die lautet aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Und zwar in diesem Moment, als dieser Trend hier vom Juli letzten Jahres, also von 2020, der einmal, zweimal, dreimal berührt wurde, hier überboten wurde. Die E.ON ist wirklich so eine Art Sleeping Beauty. Das kann man wirklich so sagen. Ich vergleiche die manchmal mit Telekom. Die haben ähnliches Kursverhalten. Da passiert monatelang gar nichts oder sie gehen seitwärts oder leicht tiefer. Dann auf einmal machen die einen Sprung und holen sich innerhalb von, was sind das hier, 7 Tagen mehr oder weniger das letzte halbe Jahr zurück. Ja, hier in diesem Fall seit 1.10. Es mag daran liegen, dass es da Reparationszahlungen gibt. Ich erinnere an Fukushima. Es kann auch die Dividende sein. Das ist nämlich das Erste. Die am 11.05. bringen die das erste Quartal, die Zahlen. Und direkt am 19.05. ist die Hauptversammlung mit einem Dividendenvorschlag von 47 Cent. Das ist eine schöne Dividende, muss man wirklich sagen. Und wenn man das über die letzten Jahre gesammelt und reinvestiert hat, dann liegt man irgendwo bei 7,5, ja, mit dem Einstand. Ich mag die E.ON sehr, eben aufgrund von solchen Bewegungen. Manchmal muss man da ein bisschen leiden, zeitlich, aber dann machen sie solche Bewegungen und die machen sie dann mit Bravour. Wir sind über der 200-Tage-Linie. Die Bänder gehen weiter auf. Da ist noch nichts, da ist noch kein Ende in Sicht. Also von den Bändern her muss ich ja warten, bis wir jetzt hier irgendwann mal so einen kleinen Aufschwung kriegen. Der ist noch nicht in Sicht. Wir haben heute diesen Chartwiderstand hier gesehen, der ganz oft im Oktober letzten Jahres gehandelt wurde. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal und auch vorher eine ganz gute Unterstützung war. Hier dieser Bereich, da sind wir dran. Ich habe kein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Das sieht alles noch aufwärts gerichtet aus. Wie gesagt, die Bänder gehen weiter auf. Das verschafft dem Wert noch ein bisschen Spielraum, durchaus in den Bereich von 10,40. Es ist so, dass der institutionelle Support seitens der Analysten von allen möglichen Banken für E.ON weiter wächst. Das letzte Ziel war eine Deutsche Bank, die sie auf 11,20 gesehen hat. Habe ich überhaupt kein Problem mit, kann ich mir ganz locker vorstellen. Das ist kein Short hier, ist es nicht momentan. Wir sind positiv über das MACD. Wir sind natürlich überkauft über den Oszillator, aber da ist kein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Das habe ich noch nicht. Es kann sein, dass Sie jetzt hier irgendwann mal um die 10 rum als psychologische Marke pausieren, zwischen 10 und 10,30. Das kann sehr gut sein. Trotzdem, ein Short ist das momentan nicht. Andererseits muss ich sagen, es gibt einen schönen Ausdruck, den habe ich neulich wieder gehört, never chase a stock, jage niemals eine Aktie. Dann muss man einfach mal ein bisschen warten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier an die 10 rangehen und dann nochmal einen kleinen Taucher machen, ein bisschen Atem holen. Das hat sich verdient. Das war eine super Bewegung hier von 8,84 jetzt heute hoch bis fast 9,80. Sehr, sehr schöne Bewegung. Und das ist das Schöne eigentlich an E.ON. Da kann man manchmal 3-4 Monate da sitzen und sagen, die bewegt sich ja gar nicht. Und auf einmal macht sie diese Bewegung. Also eine E.ON ist was, allein schon aufgrund der Dividende, die man saisonbedingt kaufen kann ab Februar, März. Dann passiert sowas ganz häufig, weil die Dividende ist meistens im Mai. Also ich mag sie sehr gerne. Ich werde sie jetzt heute hier und jetzt auch nicht kaufen. Ich bin der Meinung, dass sie halt um den Bereich von 10 rum geht und das sollte auch relativ flott gehen und dass sie dann diesen Atem holt, wenigstens zur 200-Tage-Linie bei 9,39, aber idealerweise nochmal hier zur 20-Tage-Linie gehen, die jetzt natürlich steil ansteigt. Also diese Linie immer mal wieder anschauen, diese 20-Tage-Linie, und ich kann mir vorstellen, dass sie nochmal die 9 von unten sieht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen würde ich sie aber nicht short gehen. Ich habe euch mal ein paar Scheine mitgebracht. Der eine ist dafür gedacht, dass sie eben mal ein bisschen Atem holt. Also jetzt nicht blind hinterherringen, sondern dass sie mal ein bisschen Atem holt und dann
von da aus wieder weiter starte. Wie gesagt, der institutionelle Support ist sehr gut. Ich habe mir den hier rausgesucht, einen 8,70er Call, weil das liegt unter der 20-Tage-Linie und momentan unter diesem Trend. Ja, 8,70 ist ziemlich genau hier, wo jetzt die Maus ist. Das ist von der UniCredit ein Open-End-Schein mit der Kennnummer HR6GXZ. HR6GXZ. Die Dividende bzw. die Basis des Scheins wird angepasst. Das heißt, das wird um die Dividende reduziert. Von daher braucht man da also keine große Angst zu haben. Wenn ich auf den Put gehe, muss ich den allerdings auch hier hinter die 10,80 legen. Da bin ich dann irgendwo so bei 11. Das heißt, ich muss hier also auch nochmal den Hebel ein bisschen runternehmen in Richtung 7. Und dann liege ich hier bei sowas, 11,18. Den nenne ich jetzt schon mal, das ist die HZ4UP3. HZ4UP3. Da sind wir 11,04, da sind wir also hier ein bisschen drüber. Da muss man aber schon ein bisschen mutiger sein. Nochmal, ich denke, dass wir hier die 10 als Pflicht mal ein bisschen ausfüllen und vielleicht eine Kür machen im Bereich 10,30, 10,50. Da sind wir hier. Das ist sehr, sehr gut möglich. Ja, sie hat jetzt momentan Anlauf genommen, genauso wie Nordic. Schauen Sie sich den Chart an von Telekom. Und dann zieht die das auch erstmal durch. Es klingt wenig, dass es nur von 8,65 hoch auf die 9,80 ist. Aber das ist ein Euro. Ja, und das sind mehr als 10%. Das ist eine schöne mit dem 10er Hebel. Das ist ein wunderschöner Gewinn. Also, ich möchte ein bisschen warten, bis sie hochgeht und dann den Atem holt bis zur 20-Tage-Linie. Ich orientiere mich an dem unteren Band, was momentan noch aufgeht. Das heißt, in dem Moment, in dem das nicht nur in die Horizontale geht, sondern auch leicht ansteigt, dann ist der Moment meines Erachtens gekommen für eine Seitwärtsbewegung oder eine korrektive Bewegung. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.